Die Zeit bleibt für uns alle nicht stehen und es kommt schon wieder der Druck. Und zwar der gewaltige Druck. Auch sogar Fumble. Mit Fumble noch, also Forced Fumble. Mit knapp 900 Yards, wenn ich das richtig erlese. Jeffries behält den Ball und wird sofort von Leon Ballock, Defensive End der Vikings, gestoppt. Einer der Schlüsselspieler der Defense Line der Vikings. Jeffries behält den Ball selbst. Und ja, die Frage ist, ob er ihn nicht verloren hat, so wie das Geschrei der Vikings Sideline da zu interpretieren ist. The ruling on the field is that the quarterback lost the football. Vikings recovered the football on the 45-yard line. It's a first down. So, das müssen wir uns als Szene notieren. Schauen wir nochmal genau hin. So, Chad Jeffries. Da irgendwo ist der Ball dann weg. Also Byron Roan, der sich da hier dann reinstürzt, der hat ihn irgendwie wieder zurückgeklaut sozusagen, aber... Es dürfte wieder Ballock gewesen sein, der auf den Ball geschlagen hat. Lewis Horvath ist auch dran. Manchmal muss man sich das Glück erarbeiten. Wieder ein Pass, aber ein Sack von Leon Ballock. Und die Nummer 49, Alexander Vatolovic. Schon durch nichts zu bremsen. Leon Ballock dran und der lässt dann nicht mehr los. Wie eine Klette. Hängt er da am Chad Jeffries.